Wir haben eigentlich mit Arnautović einen ganz gefährlichen Stürmer, der natürlich auch sehr launisch ist, aber das gehört zu seinem Spiel. Aber mit Gregoritsch natürlich auch hinten noch einen großen Spieler, der vielleicht anders gefüttert werden muss. Man kommt natürlich im internationalen Bewerb nicht so oft im 16er. Die Spiele braucht er eigentlich, wo sehr viel in die Box reinkommt. Wir haben schon Alternativen, aber den Top-Stürmer haben wir einfach momentan auch nicht. Also dass wir sagen jetzt, der macht uns in 10 Spiele 8 Tore international, in der Nationalmannschaft.